Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute geht es um einen aktuellen Fall. Normalerweise gehören diese Fälle nicht zum Repertoire des Kanals. Aber in diesem Fall muss es irgendwie sein, da die Vermisste mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht freiwillig ihren Aufenthaltsort verlassen hat und ich ehrlich gesagt nichts Gutes in diesem Fall ahne. Und zwar geht es um die seit dem 9. Dezember vermisste 39-jährige Alexandra R. aus dem Nürnberger Stadtteil Katzwang. Alexandra stammt aus Rumänien und kam als Kind nach Nürnberg. Sie ist eng verwurzelt in Nürnberg und lebte im Stadtteil Katzwang. Sie arbeitet bei der Postbank und ist dort Filialleiterin, aktuell allerdings in Mutterschutz. Am 9. Dezember, also dem Tag des Verschwindens, brachte die hochschwangere Frau, sie ist im 8. Monat schwanger und hat einen Geburtstermin im Januar, ihr Pflegekind in den Kindergarten, doch dann verliert sich ihre Spur. Ihre Pflegetochter hat sie zusammen mit ihrem Ex-Mann adoptiert. Eine Nachbarin hat laut einem Artikel der Bild Folgendes gesagt, dass Alexandra oft mit dem Ex Streit hatte. Am Donnerstag hatte diese Nachbarin noch mit Alexandra gesprochen und an dem Tag wirkte sie völlig normal. Also nichts, das so wirkte, als wenn Alexandra sich über irgendetwas Sorgen machte oder irgendwelche Befürchtungen hatte. Weil es an dem Tag Glatteis gab, an dem sie verschwand, dachte sich die Polizei, dass sie eventuell einen Unfall hatte und suchte auch das Umfeld des Wohnortes in Katzwang mit Suchhunden ab. Es gibt in dem Fall kein Blut, keinen Tatverdächtigen und keine bekannten Streitfälle, die sie vielleicht haben könnte. Und dennoch schließt die Polizei eine Straftat ausdrücklich nicht aus. Im Gegenteil, die Ermittlungen konzentrieren sich auf ein mögliches Gewaltverbrechen. Deswegen durchleuchtet man das Beziehungsgeflecht beruflich wie privat, sagte der zuständige Polizeisprecher. Seit einiger Zeit arbeitet eine Sonderkommission an dem mysteriösen Verschwinden. Denn ihren Mutterpass, andere Ausweise, Handy und Portemonnaie ließ sie zurück. Und das wissen wir alle, wenn jemand so etwas zurücklässt, dann ist er meistens nicht freiwillig verschwunden. Sowohl eine Handyortung und die Befragung von Angehörigen als auch der Einsatz von Suchhunden an der Wohnadresse hätten bislang zu keiner Spur geführt. Die Ermittler gingen deshalb davon aus, dass die Frau diesen nicht geplant oder freiwillig verlassen hat. Ihr Lebensgefährte hat sie noch am gleichen Tag als vermisst gemeldet. Und die Sonderkommission, die den Fall momentan betreut, beträgt 24 Personen. Der Polizeisprecher sagte noch dazu, wir haben einige Verdachtsmomente gehabt, die kurios erschienen. Sie hatte an diesem 9. Dezember dann geplant, ihre Adoptivtochter später wieder von der Kita abzuholen, aber dort ist sie wohl nicht angekommen. Zur Beschreibung, Alexandra R. ist 175 cm groß und wie schon gesagt im 8. Monat schwanger. Sie hat braune Augen, halblange dunkelblonde Haare mit Seitenscheitel. Zuletzt trug sie eine blaue Jeans und eine halblange schwarze Winterjacke. Darüber hatte sie ein helles Halstuch umgeschlungen. Dann scheint es aber eine erste Spur zu geben. Und zwar machen sich die Ermittler Hoffnungen nach einem neuerlichen Zeugenaufruf. Und zwar geht es um einen mintgrünen Renault Twingo mit ERH-Kennzeichen, was für den Landkreis Erlangen-Höchstadt steht. Er, so viel sagt die Polizei nur, steht in Verbindung zu Alexandra R. und wurde am Vormittag des 9. Dezember bewegt. Die Sonderkommission sucht nach Passanten, die das Fahrzeug am besagten Tag irgendwo zwischen Nürnberg und München, insbesondere auf und um die A9, gesehen haben könnten. Das Polizeifoto zu dem Fahrzeug blende ich euch hier auch einmal ein. Die Polizei stellt folgende Fragen.
Wem ist das Fahrzeug im genannten Zeitraum im Bereich zwischen Nürnberg und München im erweiterten Umfeld zu A9 aufgefallen? Zum Beispiel Rasthöfe, Tankstellen, Nebenstraßen, Forstwege, Parkplätze etc. Wer kann eventuell Angaben zur Besetzung des Fahrzeugs machen? Wir haben ein sehr hohes Hinweisaufkommen, sagte die Polizei einige Tage nach diesem Aufruf. Denn dieser Fall emotionalisiert offenbar ganz Nürnberg. Die Telefone stehen wohl nicht still und immer wieder melden sich Zeugen. Die meisten Aussagen seien aber nicht belastbar. Und viele haben diesen Aufruf der Polizei wohl falsch gelesen und geben Hinweise, wo ihnen der Twingo zuletzt aufgefallen ist. Tatsächlich sucht die Polizei aber nicht nach dem Wagen. Denn den hat die Polizei bereits. Sie brauchen nur Zeugenaussagen zu diesem 9. Dezember. Und bislang haben sich 13 Hinweise als grundsätzlich belastbar herausgestellt. Und die werden derzeit überprüft. Aber bisher gab es noch keinen Volltreffer. Und die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die Angaben zu dem Wagen und dessen Fahrt am 9. Dezember machen können. Die Spurensicherung hat den Twingo bereits minutiös untersucht. Entsprechende Beobachtungen können an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken gemeldet werden. Und zwar unter der Rufnummer 0911 2112 4x3 ist rund um die Uhr ein Hinweistelefon geschaltet. Ich habe euch auch nochmal den Link vom Presseportal der Polizei in die Beschreibung angehängt und auch nochmal die Rufnummer dort eingetragen. So, und dann gibt es in dem Fall noch ein paar weitere Informationen. Und zwar in der Bild vom 26.12. ist noch Folgendes zu lesen. Da hat eine Nachbarin gesagt, ich kenne den Twingo. Der hat mehrfach vor ihrem Haus geparkt. Und weiterhin sagte sie, sie weiß aber nicht, wem er gehört. Ihr ist aber das Kennzeichen aufgefallen. Und dann müssen wir nochmal uns die Lebenssituation von Alexandra angucken. Und zwar lebt sie mit ihrem Ex-Mann im gleichen Haus. Alexandra hat einen neuen Partner, wohnt aber alleine mit ihrer Pflegetochter in dem Haus, in dem auch ihr Ex lebt. Weiterhin, das kam jetzt wohl eben raus, hat Alexandra noch eine Zweitwohnung in Nürnberg. Und zwar im 9. Stock eines Hochhauses. Da stellt sich natürlich die Frage, warum zwei Wohnungen in einer Stadt? Aber dazu will aktuell wohl noch niemand etwas sagen. Also dazu gibt es keine weiteren Informationen. Aber auf jeden Fall hat sie wohl zwei Wohnungen. Dann hat wohl eine weitere Nachbarin auf Befragung von Bild gesagt, dass Alexandra immer schicke Sachen getragen hat und toll aussah. Und dass sie manchmal von einem Mann abgeholt wurde. Dieser fuhr allerdings kein Twingo, sondern ein Jaguar mit ERH-Kennzeichen. Und bei dem hatte die Nachbarin dann wohl kein gutes Gefühl. Mit Booten und Tauchern soll jetzt weiter gesucht werden, und zwar zunächst im Bereich Katzwang und Aibach, so die Polizei. Und im Laufe der Woche soll auch der Einsatz von Drohnen und Leichenspürhunden stattfinden. So, das war es jetzt erstmal, was es zu diesem Fall gibt. Wie schon gesagt, normalerweise habe ich ja hier eigentlich keine aktuellen Fälle drin. Aber dieser Fall scheint mir irgendwie anders zu sein. Normalerweise ist es halt so, dass dann vermisste Personen relativ schnell wieder auftauchen und das auch lebend. Aber in diesem Fall sieht es nach meinem Gefühl leider anders aus. Und eine wichtige Rolle scheint dieser Renault Twingo zu haben. Deswegen von mir nochmal kurz die Erklärung. Dieses Fahrzeug, also der Twingo, zu dem Fragen gestellt werden, gehört nicht Alexandra. Und es geht nur darum, wer dieses Fahrzeug am Tag des Verschwindens am 9.12. gesehen hat. Wem dieses Fahrzeug gehört, was der Polizei natürlich bekannt ist, dazu hat sie aber keine Informationen veröffentlicht. Wenn ihr Hinweise zu dem Fall habt, kontaktiert bitte direkt Polizei. Da es ein aktueller Fall ist, auch bitte keine Spekulation in den Kommentaren. Der Fall wurde von mir aufgenommen, um eventuell Personen zu erreichen, die bisher nicht erreicht werden konnten.
So wie ich es bisher überblicken kann, hat bisher ansonsten niemand ein Video auf YouTube mit dieser vermissten Geschichte online gestellt. Und da viele True Crime gucken, halte ich es für wichtig, dass der Fall auch hier präsent ist. Ich werde meine Augen offen halten, sobald es irgendwelche neuen relevanten Informationen gibt, werde ich hier natürlich auch ein Update posten. Sollte es mehrere Informationen an einem Tag geben, werde ich schauen, ob ich dann jeweils Einzelposts mache oder das einmal an einem Tag zusammenfasse. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Alexandra bald gefunden wird und hoffentlich lebend. So, jetzt verabschiede ich mich erstmal, bedanke mich bei euch für euer Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!